Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz, die dritte Station des Kreuzwegs, der erste von drei Stürzen Jesu auf dem Weg zur Hinrichtung in der Frömmigkeitstradition der Kreuzwege. Für den Kreuzweg am Karfreitag in Rom bittet Papst Franziskus unterschiedliche Menschen, die einzelnen Kreuzwegstationen zu bedenken und auszulegen. Ich lade Sie heute ein, einen Abschnitt aus zwei Betrachtungen zur dritten Station, Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz, zu hören. 2018 bat der Papst Studentinnen, den Kreuzweg zu gestalten. Eine von ihnen, Katharina, sagte: Ich sehe dich, Jesus, wie du die Zähne zusammenbeißt und ganz der Liebe des Vaters anheimgegeben wieder aufstehst und deinen Weg fortsetzt. Mit diesen ersten, so unsicheren Schritten zum Kreuzen, Jesus, erinnerst du mich an ein Kind, das seine ersten Schritte im Leben macht und sein Gleichgewicht verliert, hinfällt und weint, dann aber weitermacht. Es verlässt sich auf die Hand seiner Eltern und gibt nicht auf. Es hat Angst, aber es geht weiter, denn sein Vertrauen ist stärker als die Angst. Mit deinem Mut lehrst du uns, dass Misserfolge und Stürze uns niemals davon abhalten sollen, unseren Weg zu gehen, und dass wir immer wieder vor der Wahl stehen, aufzugeben oder mit dir wieder aufzustehen. 2 Jahre später, 2020, bat Franziskus Häftlinge, Richter und Angehörige, den Kreuzweg zu gestalten. Ein verurteilter Häftling aus Padua schrieb die Meditation zur dritten Station. Ich war so weit, Schluss zu machen. Ich war am Limit. Ich hatte auch meine Familie an den Abgrund gebracht. Durch mich verloren sie ihren Familiennamen und ihre Ehre. Man nannte sie nur noch die Familie des Mörders. Ich suchte nicht nach Rechtfertigungen oder Haftverkürzung. Ich werde meine Strafe bis zum letzten Tag absitzen und verbüßen. Denn im Gefängnis habe ich Menschen gefunden, die mir mein verlorenes Vertrauen wiedergegeben haben. Nicht glauben zu können, dass es in der Welt Güte geben würde, war mein erster Sturz. Der zweite, der Mord, war fast eine Folge. Ich war innerlich bereits tot. Zwei sehr persönliche Betrachtungen der dritten Station des Kreuzwegs. Sie verbindet, dass sie das Fallen Jesu in den Blick nehmen und fragen: Warum steht Jesus wieder auf? Was hilft, aufzustehen? Darüber hinaus sind für mich beide Zeugnisse eine Einladung, die Kreuzwegstationen mit eigenen Gedanken und Erfahrungen betend zu füllen.